I don't know. Ja, ich glaube, Dafong und Squallen. Okay, sauber. Commentary. Ja, perfekt. Also, Nice Face gegen SDN Singles. Wir haben das Winners Finals am Start. Go, go. Okay, Skaddy. Ja, bitte. Skude. Heute nicht Erster geworden. Heute mal nicht Erster geworden. Ja, war ein knappes Set zum Stazel und Mazel, aber... Passiert. Hätte ich mir aber eigentlich echt verdient, so nach dieser ekligen Hinfahrt. Ja. Gestern war Hochwasser hier im Norden, hat man das mal. Oh! Wow! Einmal weggeslidet. Da hat er gar keine Lust drauf, dass er recovered. Nee. Heute okay. Nicht. Heute? Heute bestimmt nicht. Heute. Okay, also. Also das ist jetzt, Leute, das 5000. Set. Wow. Wir sehen hier Progressions, das 5000. Set, wie man sehen kann. Die beiden haben auf jeden Fall dazugelernt. Auf jeden Fall. Und das sind halt auch große Schwächen, die hier gerade, also wenn er jetzt, wenn SDN jetzt wirklich jede von diesen Bomb Recoveries irgendwie abfangen kann, wenn Niceface wirklich jede Abbi irgendwie mit irgendwas punishen kann, dann ist das auf jeden Fall, dann geht das ganze Set deutlich schneller als sonst. Das geht ja eh immer schnell bei den beiden. Ja. Ja, zwei Schwertkämpfer haben beide auf jeden Fall auch Killpower. Wenn man sie beherrscht. Ist schon cool. Nehmen wir mal Ike gegen Link. Alter, wo erlebt man das denn? Ah, Thema. In Brawl. Thema. Stimmt. Brawl. Oh, das war knapp. Das war so richtig knapp. Okay. Ja, wir hatten ja eben auch schon Pokémon-Trainer gegen Snake. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Das Brawl-Matchup. Nur im Brawl hätte man das nie gesehen, weil keiner Pokémon-Trainer gespielt hat. Der war der Trash. Ja, musstest du. Da konntest du nur am Boden wechseln. Und Wechsel war nicht so wie ein Air Dodge hier, sondern er hat richtig gelaggt. Landing Fair, die haben richtig gemacht. Okay. Ja, ist so. Und der Uptick direkt hinterher. Okay. Die beiden schenken sich auf jeden Fall gar nichts hier. Nein. Was, das ist ein Pokémon Stadium 1 Spruch gewesen gerade? Oh, okay. Oh, kommt er direkt mit der Nähe runter. Okay. Der weiß ganz genau, er hat da gerade auf einen Air Dodge gewartet oder irgendwas, was er punishen kann. Da muss er schon vorsichtig sein. Okay. Einfach raufgejumpt, Plattform Grab über King Bing Bing. Die beiden haben auch in Double zusammengespielt, sind Erster geworden. Oh. Jetzt hier im Winners Finals von Tsinguru. Okay. Jetzt siehst du gerade. Okay, vielleicht ein kleiner Comeback hier von Nice Bay. Ja, alles noch möglich. Alles im Bereich des Möglichen. SDN standhaft hier mit seinen Eigen und einfach die Abi und. Oh, ich dachte F-Smash. Ja, ich dachte auch, dass er da einfach an die Edge geht, aber vielleicht war er doch ein bisschen zu weit vorne. Hat ihn zumindest ein bisschen gepunished. Und? Kann er es abfangen? Er kann es punishen, aber nur leicht. Wow, nice. Okay, Nice Face. Goes here. 1-0. Ja, 1-0 für Nice Face. Bist du ein Werwolf oder was? Ich bin heute Werwolf. Okay, also in Losers Semifinals haben wir hier schon mal. Haben wir schon mal Ian gegen Dafong, was wir auch schon im Pool gesehen haben. Ja, ganz heftig verloren. 3-2 gegen Dafong. Ja. Ich finde, Dafong klingt wie ein Pilz. Ich weiß nicht warum. Who that Fong? Game 2, Pokémon Stadium 2. Ike vs. Link. Nice Combo. Muss man sagen. Back Air, Up B. Noch nie gesehen. Guck mal. Die Abi ist auch böse, ne? Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die beiden ihre Replays schauen, die hier auf YouTube, Set Smash, sehen können natürlich, weil die beiden auf jeden Fall immer Progress haben zum nächsten Set. Absolut. Und auch jeden Monat hier immer am Start in Kiel. Aha. Green wie eine Kiwi.
Ja, jetzt gerade hat die Bombe so ein bisschen psychologischen Wert auf jeden Fall. Psycho! Ja, ab B out of shield, aber die SDN Dash Attack hat nicht funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das macht. Wow, er wollte schon, glaube ich, irgendwas Cooles machen. Ja, ein bisschen Cylinder-mäßig unterwegs. Cool. Oh, noch eine Abwehr? Nein, leider nicht. Das Spiel ist auch so heftig. Kannst nicht durch Air dodgen, keine Chance. Ja. Wenn man das richtig upset, ist die Attacke schon ziemlich cool. Mhm. Aber vor allem eher ein bisschen weiter in der Luft. Ja. Oh, das klingt auch. Okay, das war's. 81%. Mal gucken, ne? Jo. Aber guter Lead auf jeden Fall für Nice Face. Sieht sehr vielversprechend aus. Ja. Vor allem, weil er das erste Game gewonnen hat. Das ist natürlich auch ganz immer wichtig. So eine Sache, ganz ne? Das zweite Game auch zu gewinnen, sowas ist... Das ist dann schon... Ja. Normalerweise hat man immer 1-1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Gerade bei den beiden. Oh, schön. Okay, Stocklead. Schon aber schön die Eid, aber hat leider nicht gereicht. Nicht ganz gereicht. Okay, er ist auf dem letzten Stock und wir sehen hier Trades. Eine ganze Menge Trades, also keiner von beiden gibt sich irgendwie mit der passiven Rolle zufrieden. Nee, überhaupt nicht. Also die klopfen sich da richtig den Kopf weg. Alle sind aggro. Aggro. Oh, oh. Er wollte ihn schon jablocken. Sehr cool. Sehr heftiger Lead, den sich Nice Face gerade aufbaut. Schön gespaced. Die Dash Attack von SDN. Uphill klärt noch nicht. Boah, mutig. Einfach die Bombe runtergewirft. Wow. Hat SDM hier die richtige Option eben genommen. So, kriegt er ihn jetzt hier? Wow, hat einfach abgeworfen. Dash Attack. Einfach abgeworfen. Ja. Oh, kann er das hier holen? Jetzt kann er weiter Agro spielen? Eater. Kriegt er das irgendwie? Boah, einfach unter die Bombe gegen seinen Kopf. Oh. Sehr gespannt, wie. Okay. Drei Boomerangs. Ja, okay. Nice Face ist echt aggro. Nicht, dass mich das stört. Nein, ich mag's nicht. Leute, die extrem übertreiben, kann ich leiden. Aber die Side B on Stage mit so 150% ist schon mutig. Auf jeden Fall, ja. Aber hat geklappt? 2-0? Für Nice Face. 2-0. Was? Wird das hier der erste Turnier-Win hier für Nice Face? Jetzt, wo du raus bist? Scheiße, jetzt bin ich sogar raus. Ey. Ja, kann sein. Oh. Keiner kann ihn mehr aufhalten. Nee. Vielleicht. Mal gucken, wie das dritte Match anfängt. Wie cool, hast du gesehen? Diesen Beam gemacht. Ich weiß. Ach so, das war der Beam. Ich habe mich schon gewundert, warum er nur Black gemacht hat kurz. Macht er die nochmal? Oh, ne, jetzt ist es zu spät. Jetzt geht's los. Ernst? Ja, Beam kann man schon mal machen, ganz am Anfang vom Match. Cool, schon cool. Ja, Bodenattacke. Wundert mich, dass jetzt SDN auch nochmal auf Pokémon Stadium. Ja, genau. Two. Oh, die AB. Nice Face wieder mit einem guten Lead und wieder der Grab. Und da wollte SDN die AB machen. Hat nicht funktioniert. Mhm. 2-0 für Nice Face. Natürlich. Guter Pressure jetzt on SDN's Head. Oh. Aber wer könnte damit nicht umgehen, wenn nicht SDN? Mhm. Oh. Okay. Kann ich das da irgendwie holen? Okay. Da hat die Side-B funktioniert. 150. 140 auf 108. Schon sehr. Ja. Also ich meine, wenn er so einen Full-Hit näher trifft, dann sieht das auch, glaube ich, nochmal anders aus. Auch wenn die ein bisschen stale ist, wenn er jetzt eine Edge trifft. Er fischt ein bisschen, Up-Throw vielleicht? Nein, ich glaube noch nicht. Doch. Okay, also, hier ist schon wieder Nice Face mit der Führung. Crazy. Er hat mir letztens eben noch gesagt, dass er gerade nicht viel spielt. Oh, waren zwar nur 17%, aber... Einfach aufgeladener Upsmash. Cooler Fighter. Oh. Und dann geht's halt auch mal so. Mhm.
Aber schon wieder eine Führung für Nice Face. Mal gucken, wie lange die jetzt gerade halten kann. Langsam wird es auch eng für SDN. Ne? Ja, oh. Schön auf die Plattform. Ja, sehr schön gemacht. Mhm. Micro-Spacing. Micro-Spacing. Ja, und ich meine, Nice Face hat im Moment alle Zeit der Welt. Ne? Der kann auch schön defensiv ein bisschen paar Pfeile, paar... Oh, jetzt gerade sieht das anders aus. Musst du irgendwie auf Stage kommen und der kommt mit der Down-Air und Boots. Okay, noch nicht. Wird er noch irgendwie auf die Stage kommen? Oh, der Up-Tilt. Wenn er jetzt nicht irgendwie mit Rage killt, sondern stirbt... Ja, jetzt hat er gerade eine gute Situation. Oh, mit Dash... Jabs. Okay, das ist hier der erste Lead für SDN. Mit Berg heruntergegangen, das ist natürlich ganz gefährlich gegen Ike. Super Ultra-Sport, aber die Side-B und Shield waren natürlich nicht so gut. Nein. Schöner Wave. Nein. Nein. Lichtgeschwindigkeit. Sanic. Ein Stock, beide auf dem Kopf. Und bis jetzt guter Anfang hier von Nice Face. 75% bei SDN, aber das darf man nie unterschätzen hier. Hier sind dann meine ich, Ja, sowas. Jetzt wird es ganz gefährlich hier. Wird sich SDN noch das Game holen? Aber wenn er sich das Game holt, dann kann man auf die Counterpick. Ja, fieses Spacing. Also grundsätzlich, wenn Ike weniger hat als Link, würde ich immer sagen, dass Ike auf jeden Fall gerade den Vorteil hat. Andersrum ist es halt immer so eine Sache. Oh, nicht geschafft. Und oh, das hätte wichtig sein können. Das könnte sehr wichtig sein. Okay. 2-1. Ich zeige die Stage gar nicht gesehen, aber es wird wahrscheinlich nochmal Pokémon Stadium 2 sein. Direkt Ike, Link, let's go. Game 4. Klatsch, klatsch. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie sieht das aus? Im PS2. Moment, ja? Auf PS2. Wer hat gedacht, bis jetzt waren das ja sehr ausgeglichene Matches. Die ganze Zeit. Ja. Konnte mal in jeder Richtung gehen, aber jetzt sind wir hier bei Game 4 zwischen Nice Face und SDN im Winner Finals von NEZ 15. Ja? Was? 15? Okay. NEZ 15. Ist es jetzt? Nein, das ist 16. Ach. 16. Okay. Ja, 16. Und nach dem Turnier werden wir auch schon 17 vorstellen. Er muss ihn jetzt irgendwie... Ja, er darf jetzt vor allem einfach nicht in Panik verfallen. Er muss ganz, ganz ruhig bleiben. Als ob nichts wäre, weil es steht immer noch 2-1 für ihn. Es steht immer noch 2-1 für ihn und wenn es schon 2-0 steht und man dann eins verliert, dann tendiert man manchmal dazu, so ein bisschen Panik zu kriegen, auch wenn man in Lead ist. Und das ist eigentlich dumm. Ja. Einfach chillen. Ist ja noch alles drin, er hat mal 50% auf dem Kopf. Yeah, ist so. Deswegen so. Einfach chillen, so wie die heftigen Marios von den Break-Screens. Yeah. Die AI-Marios. Echt heftig. Echt lustig. Wir brauchen noch mehr davon. Noch mehr. Ein paar Captain Falcons, die rumhängen und was nicht alles. Komische Peaches in Jogginghosen, die rumhängen. Das muss ich da eingeben. Ike musst du auch geben. So ein Ike, der so eine Couch versinkt, wäre auch schön. Ja, also. Back to the game, back with another one. Greg Pipe has trouble, son. 1,87. No end leg on this side B. 1,78. Hat sich Nice Face auch eben gedacht. Ja. Kelleck, um genau zu sein. Ist gerade schwierig. Er kriegt den Grab einfach nicht, er kriegt den Kill nicht. Na jetzt. Okay. Kann man versuchen, aber hat sich doch nicht so gelohnt. Okay.
Oh, schade, ja. Shenanigans. Macht nicht viel Schaden, aber ist schon cool. Ja. Vor allem, wenn Ike dann die... Oh! Oh, oh. Wenn Ike dann die Bombe hat, was bringt sie ihm? Also oh, viel nix. Kann er daraus nicht bekommen. Aber nice comeback bis jetzt so far. Ja. Ja. Sehr gut gemacht, Harry. Okay. Es ist fast wieder ausgeglichen. Also sowohl SDN auch als ja, oh nein. Ich dachte mal jetzt ab. Nee, das killt euch noch nicht. Okay. Bombe auf den Kopf. Ist das der Dash Attack tatsächlich. Dash Attack trifft ganz unten. Yeah. Okay. So, Niceface müsste sich jetzt langsam den Kill holen, damit. Aber nur langsam, nicht schnell. Ganz langsam. Ja, gar kein Druck, gar kein Druck. Oh, ja, der ist okay. Auch nicht richtig getroffen. Läuft, da hat man gerade gesehen, Link läuft nicht so schnell einfach. Okay. Beide Ones Dog, 0%, Game 4. Oha, holt sich das vielleicht tatsächlich Nice Face. Werden wir jetzt in den nächsten Sekunden vielleicht herausfinden. Ja, beide ballern sich die Prozente aber auch so rein. Ist so. Den juckt gar nicht, Digga. Ja, ist so. Okay, nice Combo. Okay. Oh, jo. Einfach Grab. Durchgeballert durch näher. Juhu. Nee, umgekehrt. Auch ernste Musik, wie man hört. Sehr even. Sehr, sehr, sehr even. Also, kannst say what you want. Say what you want. You never be me. Oh, bleib hier richtig gespannt hier. Was? SDN baut hier richtig den Pressure auf. Under Pressure. Oh. Das ist immer so eklig, wenn er dann auch auf Stage springt. Er macht das so selten, aber wenn er es dann macht, dann killt es eigentlich fast immer. Alle Ohren sind weggefetzt gerade. Einmal noch. Ey, das warst du, ja? Deine Schuld. Einmal noch. Was willst du, fetter Popeye? Oh, da war schon wieder so ein bisschen. Hör mal auf, hier zu rauschen. Oh, ja, Game 5. Wer hätte es gedacht? Game 5 in this club. Auf live. Ich hab kalte Füße, was soll das? Na, Digga, wenn du Sandalen anziehst, kein Wunder. Sandalen, Digga. Ja, okay, Barfußschuhe. Fast das gleiche. Also, die sind echt ultra skinny, die Schuhe. Ja, auf jeden Fall. Und so ein bisschen Ballett, Digga. Ah, das ist viel entspannter, einfach damit zu laufen, als mit den normalen Schuhen. Ja, safe. Nach einem ganzen Tag rumlaufen. Mm. Okay. Oh, das ist jetzt... Oh, nein, das tut weh. Das hat man gesehen in seinem Gesicht. Ja, es tut ihm weh. Aber dann muss man einfach mehr machen danach. Was kommt fühlt man jetzt drumherum? In seinem Kopf? Was fühlt man jetzt? Greife ich jetzt aggressiv an? Chill ich mein Leben? Was mache ich jetzt? Was soll ich tun? Okay. Sowas in der Art. Okay. Hat er verstanden. Das schmeckt SDN überhaupt nicht. Nee, ich kann es nicht sehen. Das war hinter dem Kabel. Da kam ein Ich-schüttel-mein-Kopf-Move. Mhm. Ja, also beide unter Druck auf jeden Fall. Ja, und man merkt schon so, die Bomb-Shenanigans, Z-Drops und so, cool. Ist schon on point. Ist schon cool. Nur nicht so hundertprozentig Kill-Moves und so, aber doch, macht Pressure, verwirrt die Leute. Under-Pressure! Nix da Ice-Ice-Baby, das ist das Original. Oh? Nee, nicht Ice-Ice-Baby. Das Original mit Queen. Beide tasten sich so langsam wieder ran und verteilen sich immer so ganz wenig Prozente. Das Ganze ist auch nicht zu predikten. Gar nicht, nee. Also selbst wenn SCN sich jetzt den Kill holt, ist es immer noch sehr spannend. Ist nicht so, Digga. Erwischt! Oh mein Gott. Ja, das covert doch die ganze Plattform. Und jetzt muss SDN zur Arbeit gehen. Jetzt muss er arbeiten. Bei 40 Stunden Woche jetzt. Geil. Okay, Grab, Downthrow, Up Air. Chillen. Ein paar Sachen werfen.
Okay. Oh. Jeder Prozent zählt jetzt gerade. Oh, oh, nicer Pivot Grab. Ja, doch. Erfolg für SDN jetzt hier gerade. Kann er. Oh. Oh, das war ganz wichtig gerade für ihn. Ja. Oh, nice Conversion mit dem Boomerang. Geht aggressiv rauf. Okay, hat sich langsam gut. Geht die Patience verloren hier für SDN. Okay. Oh mein Gott. Das könnte es gleich gewesen sein. Vielleicht, wenn SDN sich den Kill nicht holt. Oh, das macht Nice Face so gut gerade. Ja, wie kommt er uns? Oh, der hat den gecatcht. Er hat's wirklich geschafft. Hey. Wow. 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 Also entweder das heißt, Nice Face wird hier Erster bei NEZ zum ersten Mal. Oder die bleibt ganz lange hier. Game 5 und dann nochmal Game 5 Grand Finals. Nee. Eins von beiden.